Wunderschönen Freitag, guten Morgen, recht herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit, an die wir gedacht haben, aufgrund dessen, dass ja das Wetter momentan nicht so mitspielt, bringe ich ein bisschen Farbe mit, genau, und deswegen würde ich auch sagen, starten wir gleich einmal schwungvoll hinein in den letzten Tag vom Wochenende und das mit einer Übung, indem wir einfach einmal im Stand uns bewegen, das heißt, wir beginnen einmal am Stand zu gehen, setzen unser Lächeln auf, achten aber dabei wie immer auf... Ja, richtig. Unsere Körperspannung, das heißt, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Sehr schön. Wir lassen die Atmung fließen. Super. Bewegen uns einmal. Die Arme schwingen ganz locker mit. Das heißt, wir gehen jetzt einmal spazieren. Auch im Regen kann man spazieren gehen. Ist auch was Schönes im Wald. Wenn man da hört, die Tropfen und die Vögel zwitschern und so. Das hat was, ja. Natur pur auch. Wenn die Sonne nicht scheint, ja, kann ich euch nur empfehlen, rauszugehen. So. Dabei, wenn wir jetzt gehen, versuchen wir aber trotzdem wirklich auch da immer wieder doch auch schön anzuheben. Ja. Das heißt, nicht nur so dahin schlapfen, sondern wirklich anzuheben. Wir überzeichnen damit ein bisschen. Sehr gut. Und marschieren jetzt einmal. Drehen wir mal seitlich hin. Die Arme schwingen mit. Genau, sehr gut. Unser Lächeln setzen wir auf. Sehr schön. Genau. Damit einmal Schwung hineinkommt in den Tag. Und apropos schwungvoll, startet auch die Barbara und der Peter. Da haben wir schon das erste Video. Die beiden haben wir richtig gefreut. Da sind sie schon. Ja, sehr brav. Da, schaut's. Super. Ja, sehr stolz. Genau, rechts, links steigen. Ja. Ja, das ist Motivation. So soll es sein. Genau so ist es. Ja. So, nächster Schritt jetzt da. Aus dem Gehen heraus machen wir Folgendes. Das heißt, wir berühren jetzt mit dem rechten Fuß ja, die Ferse ja, und links machen wir Spitze. Ja, das heißt, wir tippen auf rechts, links. Also rechts die Ferse, dann links die Spitze. Ja, also, und das versuchen wir mal hier fließen zu lassen. Also mal langsam, das heißt, einmal Ferse, dann steigen wir um, haben da die Spitze und schön langsam nehmen wir dann hier Geschwindigkeit auf und das kann man ruhig ein bisschen schwungvoller machen. Genau, mit einem Lächeln geht es noch leichter, ein bisschen mittanzen vielleicht, auch vom Gefühl her zur Musik, die im Hintergrund läuft. Sehr schön. Ja, ausgezeichnet. So, und dann haben wir noch den Hans, der ist 86 und seitdem er auf Kur war, ist er regelmäßig mit dabei. Sehr gut, da ist er schon. Sehr, super, Hans. Und da sind wir wieder beim Thema, die Regelmäßigkeit. Ich komme jetzt auch gleich zum Kuraufenthalt. Warum sage ich das? Viele Menschen fahren auf Kur, dort sind sie fleißig, da üben sie, da trainieren sie. Ja, währenddessen wir jetzt aber mal die Richtung wechseln. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal ja, links die Ferse und rechts die Spitze. Das heißt, wir wechseln jetzt einmal links Ferse, rechts Spitze. Ja, zack. Langsam auch da beginnen, links Ferse, rechts die Spitze und auch da wieder versuchen, dann schon langsam einen Rhythmus hineinzubekommen. Aber zurück zur Kur, ja, schau, haben wir gerade aus der Fassung bringen lassen. Viele Menschen fahren dorthin, sind fleißig, trainieren, machen die Übungen, dann kommen sie zu Hause, machen das noch eine Woche, zwei Wochen, nach der dritten Woche nur mal einmal, zweimal, dann wird es immer weniger. Und dann wundert man sich, ja, wenn es einfach schlechter wird. Deshalb, Herrschaften, bitte, bleibt dran, die Regelmäßigkeit bringt uns den Erfolg. Ja? So, und schön noch tippen. Also, links die Ferse, rechts die Spitze. Und jetzt geht es gleich weiter. Ja? Nächster Schritt, wir heben an, wir haben den Kniehub, stellen ab und links die Ferse. Also, rechtes Knie zieht nach oben, linke Hand, abstellen und die Ferse. Ja, mach es nochmal langsam, Knie zieht nach oben, dann stellen wir ab. Und die Ferse. Die Profis unter uns können da gleich anfangen. Ja, schön nach oben ziehen. Kniehub ist dabei. Sehr gut. Richtig schön. So, und dann für die Profis unter uns gibt es noch eine Variante. Das heißt, beim Kniehub sich auch richtig hier abzudrücken. Genau. Abdrücken. Zack. Bam. Und schwungvoller. So. Dich schön nach oben ziehen. Ja, sehr gut. Und nach oben. Ja, oder wie gesagt, nur Kniehub. Ferse, Einsteiger fangen da unten irgendwo an. Ja. Zack, stellen ab, aber versuchen wirklich das qualitativ hochwertig zu machen. Schön nach oben ziehen. Ja, sehr gut. Oder abzudrücken über die Fußballen. Da darf es auch ab und zu ein bisschen wackeln. Sehr schön. Und wieder nach oben. Ja, super. Nach oben. Und einmal noch. So, und jetzt wechseln wir das Bein. Das heißt, wir ziehen das andere Bein, in meinem Fall das linke nach oben. Stellen ab und tippen rechts mit der Ferse auf. Nach oben ziehen. Sehr gut, ja. Also wieder nach oben.
abstellen, tippen, zack. Und dann wieder Schwung aufnehmen. Und auch hier gleiches Prozedere, auch da, ja, können wir uns richtig schön nach oben abdrücken. Genau, abdrücken, Sidestep, okay? Also, jeder für sich in seiner Bewegungsgröße, zack. Sehr gut, lächeln, wie gesagt. Und noch was zur Regelmäßigkeit. Heute war sie hier bei uns zu Gast, die Marika Lichter, die hat mir verraten, du, wenn ich 3 Tage nichts mache, ich merke das, ja, der Abbau, der geht leider viel zu schnell. Also, bleiben wir noch dran, geht schon kaum nach oben ziehen, ja, sehr schön, oder Profi-Variante, richtig schön abdrücken, Sidestep, okay, einmal geht's noch, nach oben ziehen, ausschütteln. So, jetzt machen wir ein bisschen was für die Dehnung, und zwar, dazu stellen wir seitlich hin. Wir heben unser Knie nach oben an, umgreifen dieses vorne, ja, es darf ruhig wackeln, und jetzt ziehen wir unser Knie nach oben. Das heißt, wir haben praktisch eine Dehnung unterer Rücken, Gesäß und hinterer Oberschenkel. Einsteiger können da unten hingreifen und nach oben ziehen. Versucht das einmal. Ja? Genau. Und jetzt wieder anderes Bein nehmen, nach oben, vorne umgreifen, nach oben ziehen. Kurz halten, Atmung fließen lassen, abstellen und Einsteiger, wie gesagt, fangen halt weiter unten an. Ja? Zunächst einmal schauen, dass wir da gut verwurzelt sind und dann richtig schön nach oben ziehen. Sehr gut. Und wieder abstellen. Ja, sehr gut. Ja, ausgezeichnet. Sehr schön. Und ja, dass man fit sein kann bis ins hohe Alter, das zeigt uns das nächste Video. Sie wird, glaube ich, am 15.05. wird sie 98. Die Wilhelmine. Mein Gott, die ist benannt. Das ist ein Wahnsinn. Also wenn ich mit 98 so benannt bin oder so ausschau, ja, da gebe ich mir ein Puzzle. Wilhelmine, super. Weltklasse. Super, Wilhelmine. Du bist ein richtiges Vorbild. Dranbleiben. Und ein Lächeln war auch mit dabei. Das ist gut. Ja. Darum sage ich immer, eins, glaube ich, sollte unser aller Ziel sein. So lange wie möglich unabhängig mobil sein. So, nächster Schritt, den wir machen, den sehen wir. Und zwar, wir heben an. Das heißt, wir haben den Kniehub. Wir strecken. Wir beugen. Und wir strecken. Achten darauf, dass wir da parallel sind. Und wieder nach oben ziehen. Abstellen. Beugen, strecken. Könnt euch auch gerne anhalten irgendwo, wenn ihr das benötigt. Also Kniehub, strecken, beugen, strecken, Anfänger, Fortgeschrittene, Profis, nach unten, genau. Und geht schon, das machen wir jetzt jeder für sich. Zack, sehr gut, ich komme wieder zu euch. Ja. Nach oben, ja, sehr schön. Umziehen, gut. Noch zwei, einmal noch nach oben ziehen. Anfersen, abstellen, wir wechseln unser Bein, auch da wieder Konzentration, sehr schön, verwurzeln und dann geht's an oder los. Nach oben ziehen, strecken, stimmen wieder seitlich einmal hin, also Kniehub, entweder fangen wir da an, da oder wie auch immer, ihr selbst habt das besser im Gefühl, wie es euch heute geht, wie hoch geht es nach oben, ja. Und da, wie gesagt, darauf achten, dass wir hier parallel sind, sehr schön, Körperspannung, die ist trotzdem da. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Sehr gut. Nach oben ziehen. Jawohl. Einmal geht's noch. Nach oben. Beugel haben wir da. Genau. So. Sehr gut. Nächste Geschichte, was für unsere Oberschenkel. Und zwar folgendermaßen. Wir steigen mit einem Bein nach vorne. Ja. Verwurzeln da mal gescheit. Und jetzt gehen wir praktisch mit unserem Gesäß nach unten. Das heißt, wir machen einen Ausfallschritt. Ja. Kleine Variante, kleine Bewegungsgröße. Ja. Fortgeschrittene können ein bisschen größer werden und die Profis. Dann gehen wir nach unten, Gesäß zieht nach unten und wir schieben schön über das Gesäß auch wieder nach oben. Sehr gut, und dann bleiben wir noch dran. Gehen wir, komm. 4, 3, 2, 1. Jetzt wechseln wir das Bein. Okay. Ich stelle das andere Bein nach vorne. Jeder von euch, gut, gescheit verwurzelt, geht's, okay, und wieder, 5, 4, 3, 2, 1, kommen wir wieder nach oben, jetzt machen wir noch einmal beide Beine, ja, einmal noch, beide, ja, geht schon, also, wir wiederholen das Ganze noch einmal, vorne gescheit verwurzeln, und wieder, 1, 2, 3, 4, 5,
Und dann bleiben wir noch dran. Gehen wir zwei, gehen noch. Komm. 6 und 7. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt nochmal der Beinwechsel. Ja. Kommt zu euch nach vorne. Gemeinsam geht's. 7 an der Zahl. Gut, perfekt. Dann gehen wir nach unten. Also Körperspannung ist da. 1, ja. Nicht den Oberkörper nach vorne, sondern wirklich. Wir gehen auch mit dem Gesäß nach unten. Ja. 2, 3, super. 4, 5, 6. Und jetzt kommt das 7. Jawohl. Oh, spürt man, das ist gut, die Schenkel sollen was davon haben. Gut, nächste Position ist ein bisschen was zum Ausrasten. Wir stellen uns seitlich hin, zunächst einmal ungefähr schulterbreit, geben unsere Arme Richtung Knie, stützen uns da ab. Ja. Und jetzt drehen wir seitlich hin. Ja. Und jetzt versuchen wir wirklich uns Wirbel für Wirbel nach oben zu rollen, bis wir da so den klassischen Katzenbuckel haben. Katzenbuckel. Und jetzt gehen wir retour. Ja, schön nach hinten. Das heißt, wir haben da jetzt wie... Ja, wie die Kurve da weiter, genau. Da machen wir es richtig, das Hohlkreuz. Aber bitte Step by Step, ja. Dezent, beginnen, nach oben, kommen wieder retour. Und dann natürlich auch, ja, versucht das einmal, euch da ein bisschen zu bewegen. Das Gesäß von rechts nach links ist popschel, wackelt da ein bisschen, kann man sagen, ja. Und dann aber trotzdem wieder nach oben. Also die Wirbelsäule so richtig schön durchmobilisieren. Ah. Ich finde das so eine angenehme Übung. Ich glaube, da lacht sogar die Regie, wenn ich das richtig vernommen habe. Jawohl, genau so ist es. So, und wir kommen jetzt wieder nach oben. Sehr schön. So, die Schultern. Die müssen wir heute ein bisschen wieder mobilisieren. Wir fangen an, indem wir hier leicht kreisen mit beiden Schultern. Kreisen anfangen, ganz, ganz locker zunächst einmal. Atmung fließt, genau, ein bisschen runterkommen. Schöne Kreise hier ziehen. Und dann versuchen hier auch etwas größer zu werden. Ja, da könnt ihr euch richtig schön groß, ja. Versucht das einmal, nach vorne große Kreise zu machen. Aber natürlich nicht nur in eine Richtung, sondern wenn, dann in beide. Auch das Ganze nach vorne. Ja, super. Und da knackt es bei mir schon. Boom, das ist ein Wahnsinn, ja. Wahrscheinlich bei euch auch, ja. Eher Klassiker. So, wieder retour. Und jetzt, da, wenn wir das machen, werden wir eine Spur größer. Das heißt, wir nehmen unsere Ellbogen dazu. Ich komme wieder zu euch nach vorne. Ja, und kreisen da so richtig schön. Sehr gut. Kreisen. Ja. Wieder nach vorne. Ich glaube, das Knacksen hört man sogar im Mikrofon, oder? Ja, nach vorne. Ja, nach vorne. Sehr gut. Körperspannung ist da. Und wieder nach hinten. So, und jetzt werden wir richtig schön groß mit den Bewegungen, richtig schöne große Kreise nach hinten. Sehr gut. Bleiben wir dran. Geht schon. Komm. Ja, wir stoppen kurz und jetzt gehen wir wieder nach vorne. Sehr gut. Vorne kreisen. Atmung fließt. Ja. Okay, kurz ausschütteln. Einmal durchatmen. Nächste Übung. Da ist es wichtig, dass wir auch wieder schulterbreit stehen. Ja? Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Dann unsere Arme hängen nach unten. Jetzt bewegen wir uns nach vorne. Aber das Bobschall fährt nicht nach hinten so aus. Also wir fahren nicht so nach hinten. So nach hinten fahren wir nicht. Ja? Sondern wir neigen uns wirklich, wir neigen uns nach vorne. Wir neigen uns nach vorne. Strecken die Arme zur Seite. Bewegen uns wieder nach oben. Wieder nach vorne. Arme kommen nach unten und wir gehen wieder hinauf. Ja. Macht die Geschichte nur so gut es geht. Wenn es nur so ist und die Arme zur Seite ist in Ordnung, so. Ja. Oder wie ich immer wichtig ist, nicht, dass wir so runterhängen. Gell. Das wollen wir nicht, sondern die Körperspannung, die ist da. Ja. Und das Gesäß fährt auch nicht nach hinten aus, sondern wirklich, wir bewegen uns nach vorne, schauen einmal. Sehr schön. Und jetzt ziehen zur Seite, kommen nach oben, wieder nach vorne. Arme nach unten, nach oben, nach unten. Arme zur Seite, ich komme zu euch nach vorne, ja, ziehe nach oben, Arme nach unten, sehr schön. Und wieder die Arme zur Seite, kommen nach vorne, ja, wieder vor, Arme nach unten, nach oben, nach unten, sehr schön, nach oben und einmal noch nach unten mit gestreckten Armen und jetzt kommen wir wieder hinauf.
Sehr gut. Ganz, ganz locker ausschütteln. So, jetzt stellen wir uns vor, wir machen da schnell was für die Schulter zum Drücken. Und zwar, wir haben da unsere Hantel in der Hand. Und jetzt drücken wir da schön nach oben. Schulter drücken. Ja, und da bleiben wir dran. Und da gibt es auch die Möglichkeit, das Ganze etwas zu erschweren, indem wir uns Gegenstände, Wasserflaschen, Hantel oder irgendwas nehmen. Und geht schon, wir drücken schön nach oben. Jawohl. Genau. Und bleiben wir dran. Ja, geht schon. Sehr gut. Setzen wir das Lächeln auf. Wir haben es gleich geschafft. Wir kommen gleich zur Cooldown-Phase. Ja, wir kommen gleich. Gleich haben wir es geschafft. Geh mal, komm. Grande Finale, meine Damen und Herren, vor dem Wochenende. Übrigens, apropos Wochenende, auch da gibt es die Möglichkeit. Sage ich euch gleich wo. Und wir drücken nach oben. Sehr schön. Geh mal, komm. Und 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Und super. Sehr gut. Wir stehen ab. So. Jetzt hat man noch durch. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt lassen wir unsere Arme nach unten hängen, haben wir uns verdient. Einmal nur so ausschütteln, ausbeuteln. Bewegt es von rechts nach links. Atmet es durch, das habt ihr euch verdient. Ja, am Wochenende gibt es klarerweise wie immer die Möglichkeit, in der ORF-TV-Thek nachzuturnen. Ja, also, und nicht vergessen, währenddessen wir hier schwingen mit den Armen, jetzt einmal nach oben zu kommen. Einmal tief einzuatmen. Um mit der Ausatmung nach vorne gehen, auszuatmen. Und auch wenn das Wetter jetzt nicht gerade so besonders ist, geht's bitte trotzdem raus an die frische Luft. Es ist ganz, ganz wichtig. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wie immer, trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen. Pfiat euch, ciao.